Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Das Thema der heutigen Sendung: Regenbogenfische von der anderen Seite der Welt. Und dazu haben wir am Telefon Haro Hieronymus. Hallo, Herr Hieronymus. Ja, guten Tag. Herr Hieronymus, erstmal ein bisschen was zu Ihnen. Können Sie sich kurz einmal vorstellen, was machen Sie so? Ja, ich arbeite zurzeit überwiegend als Redakteur für verschiedene Zeitschriften, zum Beispiel Gartenteich oder Aquaristik, und pflege daneben natürlich Fische und leite so ganz nebenbei seit inzwischen 27 Jahren die Internationale Gesellschaft für Regenbogenfische. Spannend. Regenbogenfische, der Name sagt es ja eigentlich schon. Ein Regenbogen ist ja wirklich bunt. Ist er wirklich so bunt, der Regenbogenfisch, wie man sich das denkt? Tatsächlich ist es so, dass viele der Regenbogenfische sowas von bunt sind, wie man sich das kaum vorstellen kann. Also es gibt mehrere Arten, auf denen wirklich alle Farben des Regenbogens vereinigt sind. Die sind also wirklich bunt. Und dazu noch in einer Größe so zwischen 8 und 10 Zentimeter, dass sie für das normale Aquarium also durchaus in Frage kommen. Woher kommen die Regenbogenfische eigentlich im Original? Wo sind die, um mal das Fachwort zu benutzen, endemisch? Die kommen aus Australien und Neuguinea, daher auch der Untertitel am Anfang: von der anderen Seite der Welt. Also wir müssen uns in den fünften Kontinent bewegen und dort in den Norden und Osten Australiens, ein bisschen auch im Westen, im Süden, also in Richtung der Antarktis, kommen sie dann nicht mehr vor, da ist es zu kalt. Und dann natürlich Neuguinea als Schwerpunkt der Verbreitung und einige dazwischenliegende Inseln. Sind es Süß- oder Meerwasserfische? Es sind alles Süßwasserfische. Mit einer spannenden Geschichte. Wenn wir schon bei Fachbegriffen sind, es kam gerade einiges neu an Forschungsergebnissen heraus, dass also die Regenbogenfische vor vielleicht etwa 20 Millionen Jahren den australischen Kontinent und Neuguinea erst besiedelt haben. Ursprünglich stammen sie von den Ährenfischen ab. Das ist eine weit verbreitete, also global verbreitete Familie von Fischen, auch kleinere Fische oft. Und die sind dann ins Süßwasser eingewandert, übrigens auch in Madagaskar. Deswegen gibt es da auch eine recht ähnliche Familie, die madagaskischen Ehrenfische oder Bedoziidae. Und in Australien hat dann vor etwa 20 Millionen Jahren die Verbreitungsgeschichte der Regenbogenfische angefangen. Wie viele Arten es bis heute sind, wissen wir gar nicht. Es kommen nämlich andauernd welche dazu. Neue Untersuchungsmethoden wie zum Beispiel DNA haben dazu geführt, dass wir so inzwischen so etwa von knapp 100 Arten wissen. Aber da werden noch etliche zukommen, da sind wir sicher. Herr Hieronymus, wenn wir schon so ein bisschen bei der Wissenschaft sind, wenn ich mir jetzt den Regenbogenfisch so gar nicht optisch vorstellen kann, mit welchen anderen Fischen sind die Regenbogenfische denn verwandt? Verwandt sind sie eben mit den Ährenfischen, und damit haben wir das Problem. Das heißt, Ährenfische werden im Aquarium relativ wenig gehalten, und so kommen also die Regenbogenfische als etwas ungewöhnliche Fische her. Um die mal zu beschreiben, es ist gar nicht so schwierig. Wir haben einen Fisch, der relativ hochrückig ist, aber sehr schmal, stark zusammengedrückt. Das ist eine Anpassung an zum Beispiel Strömung, also die kann er nicht viel anhaben. Dann haben die zwei Rückenflossen, eine erste kurze, vorwiegend aus Hartstrahlen, eine größere zweite, eine große Afterflosse, ein relativ tief gespaltenes Maul, obwohl die nur kleine Nahrung fressen können, ein großes Auge, relativ große Schuppen und ganz viele Farben. In der Mitte häufig entlang der Körperseite ein dunkler, schwarzer Streifen. Und der hat auch zu ihrem wissenschaftlichen Namen geführt, denn die Familie Melanotheniidae heißt nichts anderes als schwarz gestreift oder schwarz tragen. Wie groß werden Regenbogenfische denn eigentlich und dementsprechend, was für ein Aquarium brauche ich für die? Also das fängt an bei den Melanotheniidae, von denen wir jetzt reden. Die verwandten Blauaugen können wir vielleicht auch gleich nochmal erwähnen.
Das fängt an bei einer Länge von etwa 6 cm, zum Beispiel bei dem in vielen Geschäften erhältlichen Neonregenbogenfisch Melanthenia praecox, und geht bis zu, ja, ich möchte fast sagen 20 cm bei den wirklich groß werdenden Arten. Das heißt, wenn wir jetzt ein Aquarium von 60 cm haben, was ja heute durchaus in den verschiedenen Anfängerkits angeboten wird, dann hätten wir da die Möglichkeit, diese Melanthenia praecox zu pflegen. Und in einem 100 oder 120 cm Aquarium, da kommen dann die größeren Arten in Frage. Was ja auch immer gerade wichtig ist, die Wasserwerte. Wenn ich jetzt Regenbogenfische halte, was für Wasserwerte sind dann ideal? Regenbogenfische sind glücklicherweise relativ anpassungsfähig. In ihrer Heimat kommen sie überwiegend, zumindest in Australien, in weichem, leicht saurem Wasser vor. In Neuguinea in der Regel in weichem Wasser, das aber einen pH-Wert meistens um den Neutralpunkt oft auch etwas darüber hat. Die ersten Regenbogenfische kamen aus der Gegend von Brisbane und ungewöhnlicherweise hat Brisbane hartes Wasser. Das hat dazu geführt, dass Regenbogenfische als Hartwasserfische galten und immer noch bei vielen gelten. Ist aber nicht so richtig ausgesprochen anpassungsfähig. Ich würde mal sagen, in fast jedem Fall ist Leitungswasser vollkommen ausreichend. Wenn wir schon bei der Haltung sind, sind Regenbogenfische eigentlich gute Gesellschaftsfische? Da sie ausgesprochen friedlich sind, sind es natürlich gute Gesellschaftsfische. Sind nicht unbedingt für sehr langsame Fische als Gesellschaft. Ganz einfach, weil sie schneller am Futter sind. Die sind nämlich ganz schön behende und fressen dann den anderen das Futter weg. Aber wenn die anderen ein bisschen aktiv sind, das heißt also, weiß ich, Salmler, Barben, was so in Frage kommt, dann kriegen die auch ausreichend Futter ab. Wenn ich jetzt das Thema so spannend finde, dass ich Regenbogenfische vielleicht sogar selber züchten möchte, geht das? Ist das einfach? Also haben wir zwei Sachen. Erstmal müssen Sie die Regenbogenfische bekommen. Da haben wir das größte Problem. Denn Regenbogenfische werden im Handel nur sporadisch angeboten. Wenn, dann sind es nur 3 oder 4 Arten. Die meisten Regenbogenfische gibt es nur bei Privatleuten. Und die sind fast alle in der Internationalen Gesellschaft für Regenbogenfische organisiert, also in der IAG, und werden unter Mitgliedern weitergegeben, gelegentlich auch, vor allen Dingen auf den Treffen, an andere verkauft. Die Zucht nämlich, um darauf zurückzukommen, ist eigentlich ziemlich einfach. Hört sich jetzt blöd an, funktioniert aber fast immer. Man nimmt ein sauberes Aquarium, 60 Liter, tut frisches Wasser rein, bisschen Altwasser dazu, damit das sich ein bisschen eingewöhnen kann, lässt das mal 2 Tage laufen. Dann gibt man da einen Ableichmob oder Javamoos rein, setzt ein Pärchen oder ein Trio, das heißt ein Männchen mit 2 Weibchen Regenbogenfische rein. Nach einer Woche nimmt man die Regenbogenfische wieder raus, die Eltern, und fängt dann am nächsten Tag an, die Jungfische zu füttern. Hört sich fast unglaublich an, ist aber so. Denn Regenbogenfische sind Dauerlaicher. Das heißt, die laichen Tag für Tag. Die Eier sind sehr klein. Es dauert relativ lange, bis die schlüpfen. Meistens so um eine Woche. Eventuell sogar, je nach Temperatur, auch ein bisschen länger. Diese winzigen Fischlein, die daraus schlüpfen, müssten mit feinstem Trockenfutter, Algen oder Infusorien aufgezogen werden. Und dann klappt es aber. Wachsen allerdings relativ langsam. Dauert also bei vielen Regenbogenfischen 1 bis sogar 1,5 Jahre, bis sie wirklich ausgewachsen, groß und schön sind. Herr Hieronymus, was ist eigentlich mit den Blauaugen? Blauaugen ist eine relativ nah verwandte Familie von Ährenfischartigen, die im gleichen Raum vorkommt. Das heißt, wir haben hier Nordaustralien und Neuguinea als Verbreitungsgebiet. Hier ist aber die Verwandtschaft zu den Meeresfischen deutlich näher. Das erkennt man daran, dass es hier einige Brackwasser- und sogar Seewasserarten gibt. Das heißt also, nicht alle Blauaugen kommen aus dem Süßwasser, aber viele, vor allen Dingen die im Aquarium gehalten sind. Die Blauaugen haben im Unterschied zu Regenbogenfischen einen wahnsinnigen Vorteil. Sie sind viel kleiner. Das heißt, die können in kleineren Aquarien, so würde ich immer die Untergrenze bei 60 cm setzen, also etwa 50, 60 Liter Inhalt, können dort gehalten werden und lassen sich auch teilweise genauso einfach züchten wie die
Regenbogenfische. Farblich etwas blasser, aber mit ganz gezielten Farbakzenten, sodass man auch sagen kann, es sind sehr schöne Fische, die sehr auffällig sind. Herr Hieronymus, Sie hatten es ja vorhin schon erwähnt, dass es nicht so ganz einfach ist, aber vielleicht nochmal ganz genau, wenn ich mich jetzt für das Thema interessiere, woher bekomme ich denn diese Regenbogenfische oder auch die Blauaugen? Von der IAG. Das heißt, Sie müssten sich an die IAG wenden und kriegen dort eine Absage. Das ist einfach so, weil wir natürlich nicht einfach Fische abgeben wollen. Wir sind kein Fischverteilungsverein, sondern wir sind ein Verein von Liebhabern dieser Fische. Es gibt aber ganz einfache Möglichkeiten. Kommen Sie einfach zu einem unserer Treffen. Es finden bundesweit Regionaltreffen statt, die fast immer eine Börse beinhalten. Es findet einmal im Jahr ein großes Treffen statt, mal in Deutschland, mal im benachbarten Ausland. Und dort gibt es die weltgrößte Regenbogenfischbörse. Ja, und es gibt natürlich die Möglichkeit, Mitglied zu werden, für einen relativ kleinen Betrag. Und dann gibt es die Jungfischliste, dort kann man suchen oder anbieten und bekommt relativ schnell seine gewünschten Fische. Das Ganze kann man im Internet verfolgen unter www.irg-online.de. Haro Hieronymus zu dem wirklich spannenden Thema Regenbogenfische von der anderen Seite der Welt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses tolle Interview. Ich danke Ihnen. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.